Aber ich glaube, es kommt auch besser an, wenn man so ein bisschen zusammenspielt, dann kann man mehr Schrott labern. Na, ist ja ganz lustig. Ah, versteckt der Wichser sich da drin oder was? Nee. Ah, da ist sie. Wee, wee. Wer? Bist du bei mir? Hör, warum sind da Stein und Wasser, ey? Guck mal rechts rüber. Siehst Ah, du es? ja, gefallene Prinzessin Welke. Die war bei mir das letzte Mal hier ganz geradeaus durch. Dann gehen wir doch mal zu der. Na, die vergiftet uns ganze Zeit. Zieht es viel ab. Ja, schon. Halte dich am besten im Hintergrund auf und schieß die anderen Ja. Mobs aus Distanz ab. Also das ist jetzt noch nicht die letzte Bossin. Nein, nein, die öffnet uns nur eine Tür. Ohne die können wir die Tür nicht öffnen. Ach so. Und der Gegner, der dann kommen wird, der ist auch ganz lustig. Ist der hart? Ja, also für mich allein war es schon nicht so einfach. Ich kenne nur den einen Boss in Pectus oder Papyrus, da bei der Sandwüste auf jeden Fall. Warst du auch schon drin? Ja, aber no chance alleine. Naja, ja, gell, Da bin das ist ich einmal, übertrieben. ja, bin ich einmal gestorben. Ich hatte sogar eine Hilfe. Wenn ich da die hinten diese verdorbene Landschweife angreife, gut, die kommt alleine. Ja. Boah, helf mir mal bei der, die ist übel hart. Ich schaff das fast gar nicht, Level 31, ey. Das geht bei der ab, denke ich mir gerade. Oh, kurz resen. Aber echt, Sonst geht mein Mana leer. ja, egal, gleich schon wieder ein Viertel des Levels. Nicht schlecht. Hast du sie angegriffen oder diese? Nö, Hat der die angegriffen? ja. Ja, der greift halt einfach mal so ein paar Gegner an. Scheißegal, ob Boss oder nicht. Einfach angreifen, würde ich sagen, oder? Also, du kriegst erstmal hier den da. Die, dann kriegt hier ein paar Bälle. Ja, geht doch eigentlich ganz gut, oder? Ja. Ich hatte aber keinen Söldner dabei. Ja, okay. Und wir machen hier pro Sekunde fast über 3 Schaden, glaube ich. 3%. Über 3 Schaden, okay. Ja, da könnten wir auch wieder zu den Level 2 und 3 gehen. Ja. Was machst du? Warum läufst du weg? Puh, ich weiß es nicht. Wo läuft der hin? Achso, du hast wahrscheinlich eine Verfluchung gehabt. Angst oder so. Ja, Mann, auch down. Oh, und ich glaube, hier in der Halle steht dann der letzte Boss, oder? Naja, genau hier. Beim Altar sozusagen. Hatte die was? Nein, der hatte auch nichts, ey, das gibt's doch gar nicht. Oh, ich sehe schon, komm, wir müssen den ganzen Kack nochmal machen. Egal, dann können wir einfach durchlaufen zu den Bossen. Naja, bis dahin bin ich schon Level 50 hoffentlich. Kommt drauf an, ob wenn wir jetzt rauskommen, ob ich dann gleich die verdammte Quest habe. Boah, ich habe 83 Erfahrung von der bekommen. Jetzt habe ich ganz genau ein Viertel Level. Wo kommst du? Oder wo bleibst du? Wo bleibst du? Ja, willst du jemand so. Ach so, geht's ja. Müssen wir nicht zurücklaufen. Schau mal die Map an. Da ist ein Ausgang. Ganz oben rechts. Oh. Ja. Habe ich natürlich gesehen. Ich wollte dich nur auf die Probe. Bro. Ich wollte dich nur auf die Probe stellen, eigentlich. Ja, war mir klar. Ja. Deswegen bin ich auch schon vorausgelaufen. Weil du wusstest, dass es eine Probe ist, gell? Dann einfach. Genau.
Nur um zu zeigen, dass du so Pro bist. Genau. Wo muss man denn da durchlaufen, ey? Voll ist ganz die Kacke. Geradeaus und dann rechts. Okay. Kommen da irgendwie noch Monster oder so? Nö. Okay, ich hab schon. Die dürfte ich geplättet haben. Ich hab schon voll hingezoomt, weil ich gerade nur ein bisschen mehr zoome, aber das geht gar nicht mehr. Sind wir jetzt gleich in der Halle da? Ah, da ist die Halle. Oh. Ah ja, vergrößert die Platte. Ja, ja. Ja, gut, hier können wir einfach mal ein bisschen bleiben. Wenn wir da jetzt gleich reinlaufen, ist der Boss groß? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall ist er stark. Ja, ich habe ja jetzt schon eine Woche nicht mehr gespielt. Ja. Hast du auch nur zwei Level gemacht? Nö, nur eins. Nur eins, ist so. Ich war ja schon fast 40. Ach so. Naja, noch mehr können aber nicht. Junge! Hau ab. Fickt euch ins Knie! Ins Knie sollt ihr euch ficken. Nein, 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 nein! Ihr verpisst euch! Wo gehst du hin? Mach dich zum Eisblock! Geht nicht mehr. Schlampenarsch, Wichser, Ficko. Ja, Entschuldigung. Ihr habt alles gar nichts gehört. Ich hab auch nichts gehört. Was war los? Ich konnte mich nicht mehr zum Eisblock machen, ich hab's schon gemacht. Jetzt erstmal ganz kurz resten. Oh, jetzt habe ich 5230 Leben, also das sollte jetzt mal echt ein bisschen heben. Hoffentlich. Richtig scheiße, aber warum greifen die auch mich an? Nur weil ich dich gebufft habe, ey. Ich schau mal auf, dass mein Söldner die angreifen soll. Achso, kannst du ihm das sagen? Ja. Sagt ihm, der soll passiv sein. Oder wenn das geht. Ja. Der Priester Söldner befindet sich im Heilmodus. Ah, super. Ja, das ist nicht schlecht. Natürlich bekomme ich jetzt wieder den Schaden. Ja, ich habe die doch zuerst angegriffen. Ich kann den Boss noch gar nicht sehen. Na, der ist ganz, ganz vorne. Und wenn wir jetzt den Boss direkt angreifen würden, dann wahrscheinlich würde hier alle kommen, oder? Ja, wie in jeder Ini. Ja. Ach Mann. Ach Mann, ach Mann, ach Mann. Gefallene Schwert mal Salo, hey, die war doch letztes Mal da. Hinten, oder? Ich weiß gar nicht. Gegen die haben wir doch schon mal gekämpft. Wahrscheinlich. Ich mach mal gleich mal meinen Cursor von der runter. Nicht, dass ich hier noch irgendwie Damage bekomme. Ach ne, und diese verdammten Landschweifer-Wichser. Die sind da ja auch noch. Da steht noch einer um der Ecke, gell? Ja, den konnte ich wieder nicht angreifen. Ja, das ist irgendwie voll komisch. Nur gleich wenn das verdeckt, kann man die nicht angreifen. Da ist nochmal ein verdorbener Landschweifer. Bleib einfach im Hintergrund und schieß sie von da ab. Ja, ich glaube, das wäre auch besser. Hat ja keinen Sinn. Zauberer sind ja Fernkämpfer. Ja, eigentlich schon. Aber ich bin ja ein Ziel wurde von Hindernis verdeckt. Ich kann die gar nicht angreifen.
Dann greife ich die halt von hier aus an. Ah, Wichser, Hundesohn. Voll behindert, ganz ehrlich. Was greifen die mich einfach so an, ohne Grund? Hier, Landschweifer, Bitch. Oh nee, jetzt kommt die andere zu mir. Naja, heute werden wir wahrscheinlich keine zwei Level machen. Aber einige schon. Je nachdem, wie lange wir halt noch spielen. Ja, ich würde sagen, in 20 Minuten, dann haben wir 1,5 Stunden. Machen wir auf jeden Fall mal kurz eine Pause, oder? Ja. Weil ich möchte dann auch mal ganz kurz was trinken, was essen und dann können wir gleich weiterlegen. Weiterlegen. Ja. Ja, weiterlegen. Deutsch. Ist egal. Passt. Egal. Ich bin ja bekannt für meine Deutschkenntnisse. Er wurde gestorben. Das war ganz am Anfang, da war ich halt noch aufgeregt. Ja, ich gehe mal in diesen Premium-Shop. Was gibt's denn da alles so? Besondere Petbox. Kostbare Schätze. Okay, Schneewolfei. Ah, Bewegungstempo plus 5%. Nee, kein Bock jetzt das zu kaufen. Was ist denn da über deinem Kopf, Dani? Warte. Das ist Erleuchtung, oder? Hä, was ist das? Das ist Erleuchtung. Guck mal, neben dem Shop, da ist so ein kleiner Button. Ja, ja. Erleuchtung. Und dann damit machst du dann irgendwie mehr Schaden oder so. Junge, greif halt nicht die gleich an. Ich kenn da nix. Gefallene Schwertmaid. Warte, kill du am besten diese Schwertfrau, dann kill ich mal die anderen drum. Rum. Oder versuch's zumindest. So einigermaßen. Naja. Gut, noch einen Hit und dann müsste die auch tot sein. Gut, und jetzt noch die Dornelfe hier. Zack. Ist auch tot und jetzt noch Landschweiferchen. Stirb! Ja man, auch tot. Ist die tot oder kann ich die gerade nicht nur nicht angreifen? Wer ist tot? Ich glaube, die greift mich an. Oder? Nein. Nee, ich glaube nicht. Aber gerade habe ich übel viel Schaden bekommen, ich weiß auch nicht warum. Ich glaube ja, wenn die mich angegriffen hätte, wäre ich schon tot. Wahrscheinlich. Aber eigentlich. Oh, nein, ich bin tot. Fuck. Okay, ich hab's geschafft, Dani. Ich hab mit 121 Leben überlebt. Warum gehst du auch nicht weg? Ja was, ich bin doch weggegangen, aber dann greift die mich an, die blöde nette Frau da. Nächstes Mal stell dich einfach hier hin.